da sind wir wieder bei Hitman Absolution. Ich hoffe, dass das mit der Aufnahme jetzt funktionieren tut. Haltet die Augen offen. Der Verdächtige könnte in der Nähe sein. Denn es gab gerade wieder technische Probleme. Irgendwie ist das Let's Play wirklich unter keinem guten Stern. Jetzt habe ich mal echt mal wieder sehr viel Zeit aufzunehmen, aber keine technischen Möglichkeiten. Das nervt ein bisschen. Haltet die Augen offen. Der Verdächtige könnte in der Nähe sein. Ich könnte nicht nur, ich bin in der Nähe. Das sind jetzt auch wieder zwei. Wir haben ihn verloren. Bleibt weiter wachsam. Schnell. Haltet die Augen offen. Seid vorsichtig, Leute. Hier wurde jemand ermordet. Ich wollte die ganze Zeit die Leiche am Rumschleppen. So. Dann haben wir doch die nächste Olle. Ich hoffe, das sind die letzten drei. Aber sie läuft gerade durchs Maisfeld. Seid in Alarmbereitschaft. Du voraus. Gut, dass seine umgedreht ist. So schnappe ich mir die jetzt hier im Gebüsch. Hab ich dich. Auf zu deiner letzten Freundin. Jetzt nicht wieder versauen, das ist das Problem. Ich habe hier eine tote Person. Mache mich jetzt auf die Suche nach dem Täter. Komm, guck weg. Hurensohn. Dreh dich doch mal bitte, bitte weg. Stich. Telefonieren, okay. Gehen wir nochmal ran. Saint, hören Sie mich! Statusbericht! Mission gescheitert. 47. Travis. Ich habe Ihnen vertraut. Sie hatten eine Mission und haben die Agency verraten. Sie haben mich gedemütigt. Angriff der Heiligen abgeschlossen. Jawohl. Perfekt. 7 von 42. Oh, der Erlöser. Schöne Waffe, aber leider nicht gefunden. Aber wir machen jetzt mal direkt weiter. Ohne große Pause dazwischen. Oh ja. Chicago. Also haben Sie gesehen, wie er nach dem Sturz wieder weggegangen ist? Ah ja. Wie ein verdammter sprechender Engelmann. Können Sie ihn beschreiben? Jetzt raus hier! Verschwendet meine Zeit! Zu
20 Leute, aber nicht eine Beschreibung, abgesehen von einer Glatze und einem Tattoo hinten am Nacken. Denken Sie, es ist dieser Hitman? Und wenn es die Zahnfee war, ich krieg ihn. Detective, das wurde hier abgegeben. Kit hat gesagt, für den Verantwortlichen im Fall Hitman. Skirik's Law. Udo. In God we trust. Aber tun wir das wirklich? Nächster Fall ist Dexter Industries gegen Ob Kevin das Lieberman. So ein guter Platz für uns ist hier, Friedensburg. Weiß ich nicht. Wo ist der Gefangene, Sheriff? Euer Ehren, der Gefangene hatte einen Unfall heute Morgen in seiner Zelle und er wird ins Krankenhaus gebracht. Verstehe. Denken Sie, das ist ein Kerl, das sah für mich auch einfach aus wie eine Frau. Sieht nicht gut aus. Diesen komischen, absurden Kopfbedeckung, der Richter. Klage abgewiesen. Schön, dann sollte ich mal zurückfahren und mich um die Knackis kümmern. Wiedersehen, euer Ehren. Was mit X war wohl nix? Wo waren wir? Das Volk gegen Timothy Hoff. Angeklagt wegen Einbruchdiebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch mit der Absicht der... Mr. Hawk befindet sich nicht zum ersten Mal in diesem Gerichtssaal. Der Angeklagte plädiert auf nicht schuldig, wegen außergewöhnlicher Umstände. Die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag gestellt, diese Verteidigung aufgrund von Videobeweisen hey, abzulehnen, Ostert, Junge. Die Schuld des Angeklagten zweifelsfrei beweisen. Frisur. Ja. Wenn einer drauf wäre. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich soll ich nach oben. Mal außen rum. Hä? Die Bibliothek. Was ist hier? Nix. Ist tatsächlich nix. Band dran. Fehlt Ihnen irgendwas? Mann, lass mich doch durch die Tür. Band 5, super. Dam, 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 dam. Komm ja von oben rein. Baldwins UN-Gedankenkontrollzentrum, meinen Sie?
Ich kämpfe für uns alle. Verstehen Sie das denn nicht? Das Beweismaterial ist das Problem, wenn ich den ausschalte, würden die das hier bestimmt merken. Die Staatsanwaltschaft möchte ihre Forderung wiederholen, den Angeklagten zur psychiatrischen Untersuchung einweisen zu lassen. Ich bin nicht verrückt. Nach dem Fall des Siebten Reichs hat die UN ihren Plan gefasst. Und die Gartenzwerge haben Augen. Das sind Kameras. Sie haben Ohren. Ach komm, fuck it. Sie haben Infrarot-Hirnwellen, so. Monitore, die einen dazu bringen, Dinge zu tun. Kleidung freigeschaltet. Denken, die man normalerweise nie. Noch schnell durchs Fenster. Nach unten, jawohl. Sie dürfen hier nicht rein, Sir. Warum? Was haben Sie denn da drin? Ist ein UFO abgestürzt oder so? Ist es ein geheimes Regierungslabor? Sagen Sie nichts. Ein albtraumhafter Folterkeller. In dem Gefangenen. Okay, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg, glaube ich. Gegeneinander antreten. Kommen Sie, Sie können es mir sagen. Machen Sie jetzt nichts Dummes. Verschwinden Sie. Okay, okay, schon gut. Mann, ich habe doch nur gefragt. Okay, schon besser. Legen Sie sich nicht mit uns an, sonst buchten wir Sie ein. Ja, ja, buchtet die neu ein. Mir ist es egal. Könnt euch ruhig verziehen. Das ging fix. Was haben wir hier? Standard-Polizeiausrüstung. Okay, ich dachte irgendwas Besonderes. Da oben müssen wir hin. Ah, passt, wir kommen hoch. Stacheldraht, aber wir geben einfach einen Scheiß drauf. Aber jetzt wird's wieder kompliziert hier. Huch. Wie machen wir das am besten? Aha. Das sind Sie. Von der Kamera auf Rücken. Sehen Sie? Sehen Sie? Das war die UN! Das war die UN! Ruhe! Mr. Hawk, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um Ihnen einen gerechten Prozess zu ermöglichen. Das ist genau da drüben. Der Restzeller. Ein bisschen ärgerlich. Technische Probleme und einen inkontinenten Angeklagten. Also machen wir kurz Pause. 5 Minuten, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist einfach stehen geblieben. Wir die machen kurz eine Pause. Wissen Sie, hier herumzuschleichen ist irgendwie schräg. Finde ich jedenfalls. Tja, dann schalten wir eben den Richter aus. So, dick Minuspunkte. Aber jetzt sind wir mal Richter. Das ist für eine kurze Zeit. Interessiert. Wenn dieser Richter geht nur langsam. Hört, hört. Die Sitzung ist eröffnet. Der ehrenwerte Richter Strickland hat den Vorsitz. Ich glaube, das werden wir machen müssen, ja. Ich dachte schon, ich hätte hier eine Leiche. Ich
hätte schwören können, dass es so ist, aber ich habe mich geirrt, ja. Ja, ich fühle einen Puls, Gott sei Dank. Klage abgewiesen. Was soll denn der Scheiß? Alle meine Tage kaputt gemacht! Einer von denen aus Scheiße! Okay, dann mach mal was jetzt. Wird vertagt. Der Mann war schuldig. Ich will, dass das gesamte Gebiet durchkämpft wird. Die Sitzung wird in 45 Minuten okay, fortgesetzt. Sehen wir uns das mal an, aber seid vorsichtig. Okay, jetzt müssen die ja alle weggehen hier, oder? Auf jeden Fall weniger Personal im Raum. So, jetzt können wir hier rein. Sie halten sich zurück, okay? Der Restzellen. Und noch die scheiß Schlüsselkarte. Oder auch nicht. So. Restzellen erreicht. Perfekt. Das Bruder hey, unter Euer sich. Ehren, sind Sie bereit für die Inspektion? Kommen Sie, folgen Sie mir. Mann, ich habe gehört, Sie haben... Will dir aber nicht folgen. Hey, Euer Ehren. Restricted Area Prisoner Drop-Off. Okay. Bringen immer weiter nicht so grob an, ins Gefängnis Jungs. Hinein. Hey, Dumpfbacke! Sheriff Skirky lässt grüßen! Hey, der Typ ist nicht der, für den er sich ausgibt! Er ist aufgeflogen, verdammt! Was? Ich bin beschäftigt! Und, was meinst du? Eine Bewegung und halt ihn ab! Hey! Töte das Arschloch! Ich dachte, das ist hier... Panzerglas oder so. Am Marsch mit Panzerglas. Doch ist es irgendwie. Aber warum kann ich mich dann nicht treffen? Ich verstehe es nicht. Warum treffen die mich und ich sie nicht? Wie wird das mal sagen? Aber mein Leben regeneriert sich vielleicht. Wenn man ein bisschen nicht getroffen werde, kann ich da hier so ein Chip ein bisschen verharren. Schön nachladen. Ach, ist das schön. Ich bin mal voll, Leute, und dann geht's weiter. Das ist ein bisschen komisch, aber... Okay, wir regenerieren uns nicht mehr. So, es kommt auf die Distanz an. Wo wir sind. So, jetzt hier wieder hochhealen. Verstärkung geholt. Muss mal verkleiden. So, weiter geht's. Hoffe ich. Oder? Ja, doch. Ich glaube, hier lang. Genau.
Dann machen wir uns noch mal dran, Victoria zu befreien, oder?